Heinrich Büssing arbeitete in seinen Jugendjahren noch als einfacher Schmiedegeselle in seiner väterlichen Werkstatt in Nordsteimke. Im Jahre 1903, am Ende einer an Arbeit und Erfolgen reichen Tätigkeit, gründete er als 60-jähriger Mann eine Nutzkraftwagenfabrik, gewissermaßen zur Ausfüllung der Mußestunden seines Alters. Aus den ersten unbeholfenen Motorfahrzeugen mit Kettenantrieb entwickelten sich sehr bald zuverlässig arbeitende Lastkraftwagen und Omnibusse, die ihren Weg auch sofort ins Ausland fanden. Beim Zusammenbruch im Frühjahr 1945 haben die Braunschweiger Anlagen der Büssing-Werke zum großen Teil in Trümmer gelegen. Aber noch mitten im Durcheinander sammelte der Mitinhaber und Generaldirektor Rudolf Egger-Büssing die Getreuesten um sich und erweckte mit ihnen neues Leben aus den Ruinen. Hier im Konstruktionsbüro erhalten die Ideen Gestalt und werden als Fertigungszeichnung für die Fabrikation der Einzelteile zu Papier gebracht. Das Rohmaterial, in diesem Falle Ölwannen und Lüfterflügel, rollt in Waggons oder Lastkraftwagen von den Gießereien an. Beim Entladen setzt schon die erste Kontrolle ein, die sich zunächst auf eine Sicht- und Ausführungsprüfung beschränkt. Das Stangenmaterial wird nach Qualität und Durchmesser geordnet und jede Stange einer Materialprüfung unterworfen, ehe sie in die Fabrikation kommt. Das Laboratorium prüft das Material sowohl quantitativ auf seine Legierungsbestandteile wie auch qualitativ auf Festigkeit, Zähigkeit und Härte. Die geschmiedeten und gegossenen Stücke werden nun in ihren Konturen geprüft, ob sie die Form haben, die zum Einspannen in Vorrichtungen und zum allseitigen Bearbeiten notwendig ist. Das Stangenmaterial wird auf die zum Ausschmieden erforderliche Länge abgesägt. Das Schmieden im Gesenk erfolgt unter Gegenstackhämmern von 4 bis 40 Metertonnen Arbeitsleistung. In Drehautomaten wird jetzt das geschmiedete Stück vorbearbeitet. Es wird ihm sozusagen das Fell abgezogen. Mehr Spindelbohrmaschinen bohren in einem Arbeitsgang sämtliche Löcher. Ebenso fräsen Verzahnungsfräsmaschinen gleichzeitig mehrere Zahnräder. Die
Die gefräste Verzahnung wird kontrolliert, damit für das nachfolgende Härten und Schleifen das vorschriftsmäßige Aufmaß gewährleistet ist. Das verzugfreie Härten erfolgt in Salzbadöfen. Zuvor jedoch ist die zu härtende Oberfläche in Kammeröfen mit Kohlenstoff angereichert worden. Am nun gehärteten Zahnrad werden die Zahnflanken geschliffen und schließlich nach dem Schleifprozess sorgfältig auf Formgenauigkeit geprüft. Die Einzelteile werden in der Montage zu Aggregaten, hier einem Achsantrieb, zusammengefügt. Die Aggregate wiederum fügen sich zu einem Gruppenteil zusammen, im Bilde zu einer Hinterachse. In einer anderen Halle werden die Einzelteile für den Motor hergestellt. Das Fräsen des Kurbelgehäuses erfolgt durch mehrspindige Portalfräsmaschinen. Ein 6-Spindel-Feinbohrwerk stellt die Bohrungen für die Laufbüchsen her. Mehr als 100 Spindeln hat diese Maschine, mit der die Löcher für die Schrauben und Bolzen gebohrt werden. Mit einer Präzision von einem Hundertstel Millimeter werden die Bohrungen für die Kurbelwelle und Nockenwelle auf dem Feinbohrwerk hergestellt. Die Herstellung der Kurbelwellen erfordert besondere Fachkenntnisse und Sorgfalt. Thank you.
Quelle wird an den Lagerstellen mit einer Gasflamme erhitzt und dann mit Wasser abgehärtet. Pleuelstangen müssen nach ihrem Gewicht sorgfältig sortiert werden, damit der Motor ruhig läuft. Die Zylinderlaufbüchsen dürfen in ihrer Bohrung nur um wenige Hundertstel Millimeter abweichen und müssen dabei absolut rund sein. Einer äußerst sorgfältigen Kontrolle werden die Lagerschalen unterworfen, da sie der Montage einbaufertig abgeliefert werden müssen, ohne vorher im Kurbelgehäuse gebohrt worden zu sein. In der Motorenmontage werden die Einzelteile zu einem Motor zusammengefügt. Der Zusammenbau zum fertigen Fahrzeug erfolgt in der Montagehalle. Nachdem Lack und Beschriftung angebracht sind, kann das Fahrzeug seinem künftigen Besitzer übergeben werden. Ein großer Teil der Wagen verlässt die Fabrik, um im Ausland für deutsche Qualitätsarbeit zu werben.